Hallo und herzlich willkommen. Bitte beachtet, dass das Video hier kein Tutorial im eigentlichen Sinn ist, dies ist nur eine Erweiterung, wie wir den Erfolg erlangen, auch wenn der Gegner auf Colossi taggt. Das eigentliche Tutorial ist extra hochgeladen. Ich werde in diesem Video jetzt nicht so viel reden und werde es auch ein bisschen schneller abspielen. Ich werde nur auf spezielle Dinge eingehen, die euch zeigen, wie ihr den Erfolg trotzdem bekommt und werde ansonsten einfach nur jetzt hier auf meiner Kameraansicht bleiben, sodass ihr sehen könnt, was ich mache. Was ich hier jetzt anders mache, ist, ich gehe auf 9 Probes hoch, stelle den Pylon, ganz normal, gehe danach hoch auf 12, stelle die Schmiede auch normal und sende danach gleich zwei Sonden los. In meinem Fall können wir sehen, sind die beiden hier unten. Eine hierhin und eine hierhin. Beide sitzen nun einen Pylon, eine hier oben, eine hier unten. Danach müssen wir warten, bis die Pylons fertig sind und setzen Cannons. Ich setze jetzt nun die Cannons hier ein bisschen weiter hinten, damit sie hier sehr gut an das Mineralienfeld rankommen, dem Radius. Weiter dort unten dann die erste Cannon und hier unten dann auch gleich die zweite Cannon, wenn ihr wieder die Mineralien habt. Sind eure Kanonen fertig, schickt ihr die Sonde hoch. Sie wird dann erstmal versucht werden, von den Probes zu surrounden. Einfach ein bisschen wegmicron. Dreht euch einfach im Kreis, hier können wir das auch nochmal schön sehen. Die Probes kommen, ihr rennt einfach eine Runde und in der Zwischenzeit werden die Probes schön zerschossen, die hinter euch her sind und geben irgendwann auf, wenn sie merken, sie sind zu wenig. In meinem Fall eher der Fall. Wir setzen also überall zwei Cannons noch mit hier oben hin. Hier ist die erste schon fertig, die zweite wird gerade gebaut. Hier ist die erste jetzt auch fertig und die zweite wird jetzt hier gebaut. Danach kommt ein Pylon dort unten. Und hier oben wurde mir jetzt gerade wieder meine Probe zerschossen, weil ich gerade nicht auf die aufgepasst hatte. Deswegen gibt es jetzt hier wieder eine neue Probe auf dem Weg. Wie ihr sehen könnt, ich gehe diesmal mehr auf Worker, um eine größere Masse an Cannons zu erzeugen. Also hier ist jetzt gerade, nachdem ich die zwei Cannons gesetzt hatte, hatte ich einfach genug Mineralien übrig und habe hier permanent Chrono Boost und Probes gemacht. Einfach damit ich irgendwas mit meinen Mineralien auch anstellen kann. So, wir sehen können, ich stelle hier unten gleich noch zwei Cannons. Da die erste, da die zweite. Gut, waren doch drei. Die sind alle ein kleines bisschen versetzt, damit die KI dort nicht in die Zwischenräume reinrennen kann und immer einen größeren Weg hat, wenn sie drumherum rennen will. Dies gibt uns noch ein bisschen länger Zeit, auf die KI schießen zu können mit den Cannons. Können hier sehen den ersten Angriff. Ich sitze in der Zwischenzeit hier unten weiter Cannons. Und sie zerstören zwar hier so gut wie alles, aber verlieren selbst auch fast die komplette Armee. Dies ist aber mehr oder weniger bloß eine Ablenkung hier. Eigentlich geht es um das hier oben. Wie wir jetzt sehen können, die KI verwendet jetzt hier auch gerade Colossis. Setzt nun einfach immer weiter hier in drei Reihen Cannons. Adden dann die Pylonen so, dass sie halt ein größeres Feld hier mit erreichen. Also man hätte ihn noch notfalls noch ein Feld weiter rübersetzen können. Das wollte ich aber nicht, um ihn zu schützen vor der KI. So, ich gehe nun aufs Doppelgas, um dann die Erforschung machen zu können für das erste Schild-Upgrade. Dies ist auch relativ wichtig, wie in meinem anderen Tutorial bereits gesagt. Die KI upgradet so gut wie nie, sodass wir eine relativ höhere Chance haben mit dem ersten Schild-Upgrade. Und setze nebenbei hier weiterhin Cannons. Wichtig ist dabei auch, setzt die immer so im Block, wie ihr es bei mir gerade gesehen habt, um damit viele auf einer Fläche sind und viele gleichzeitig schießen können. Hier kommt nun die Abänderung, wenn der Gegner Colossi verwendet. Baut euch vier Gates und pumpt aus diesen dann permanent Zealots. Das Prinzip ist ganz einfach, die Zealots, die ihr dann besitzt, die KI ist abgelenkt mit den Cannons, die hier oben stehen. Wir bauen nun einfach Zealots und rennen mit diesen Zealots in seine Expos. Wenn ihr das schafft, kriegt er keine Mineralien mehr. Dort hinten ist er sehr, sehr schnell mined out, da sie wirklich mit sehr vielen Bürgern arbeiten. Und sobald sie mined out sind, nützt ihnen auch der Tech nichts mehr, wenn sie keine Einheit mehr herstellen können. Ist ja logisch. Setzen also immer wieder hier vorne Cannons nach, die zerstört werden. Konnte man hier jetzt gerade sehen. Und wenn ihr Mineralien übrig habt, setzt gleich neue mit dazu. Ansonsten einfach Zealots pumpen. Wir können hier meinen ersten Go sehen. Dieser ist in etwa. Ich glaube, hier schicke ich zuerst jetzt hin. Wegen der Goldexpansion, da sie beim letzten Tutorial ja hier eine Expansion hatten. Hier haben sie das diesmal nicht. Die haben jetzt diesmal hier eine Expansion und hier eine Expansion. So, wir können hier sehen, sie zerstört jetzt hier wirklich sehr, sehr viele Cannons, nimmt allerdings gerade im Bau befindliche Cannons nicht wirklich als Ziel. Wenn wir es hier sehen können, die ganzen Cannons stehen noch, bis auf hier wurde jetzt gerade eine zerstört. Und sobald die Cannons fertig sind, merkt die KI, oh, Cannons unter mir und zieht sich auch wieder zurück.
Wir können einfach hier die ganzen Cannons schnell wieder nachsetzen. Und haben jetzt eigentlich schon wieder so gut wie keine Verluste mehr, da jetzt eigentlich fast schon wieder alles nachgesetzt wurde. Die KI verliert aber jedes Mal auch vor allen Dingen Gas. Und Gas ist ja nun doch einiges schwieriger zu sammeln als Kristall. Vor allem, wenn man nur an einer Base Gas sammelt, denn wie wir sehen können, weder hier, hier, noch hier, hier haben sie Assimilatoren. Also haben sie nur Gas aus diesen beiden Basen. So. Die Gegner sind nun hier komplett eigentlich surrounded. Die erste Expansion ist hier zerstört. Die zweite Expansion ist hier zerstört. Und wie wir sehen können, eine Probe, eine Probe, eine Probe, eine Probe, ein C-Alert. Also ich habe jetzt überall noch Einheiten stehen, um einfach zu schauen, wo sich die KI hier aufbauen möchte, um einfach sämtliche Expansionen zu unterbinden. Die KI ist nun sozusagen nur noch hier und wie wir sehen können, so gut wie mined out. Sie haben hier noch gut 180 Mineralien, hier noch 1800 Gas und hier wird gerade noch am Gas gearbeitet, wie wir sehen können, fast 500 Gas. Und das ist alles, was sie haben, plus ihre zwei Streitmachten hier. Diese reichen allerdings wieder mal nicht aus, um hier durch die Cannons durchzukommen. Was heißt in dem Fall, ihr habt die KI jetzt hier in ihrer eigenen Base eingesperrt. Sie kann nicht mehr expandieren, da sie diese Armeen nicht verwenden wird, um eure Armeen hier zu zerstören und danach zu expandieren. Wieso sie das tut, keine Ahnung, wäre ja logisch, aber es ist halt eine KI. Und wir können nun einfach, falls uns das dann hier, weil mir das langsam auf die Nerven ging, dass die Probe hier permanent meine C-Alerts wegteast, werde ich jetzt gleich, nachdem ich hier die Stargates gesetzt habe, ich werde auch hier wieder mit Trägern meinen Gegner überrennen, setze ich jetzt hier nun einfach einen Pylon und setze dann hier vier Cannons. Damit wird sämtliche Probes, die versuchen eine Expo zu bauen, zum Selbstmörder, da sie hier an vier Cannons scheitern und hier an noch viel mehr Cannons scheitern. Und wie wir sehen können, hier draußen ist nirgendwo derzeit eine Probe. Ich hoffe, das hat euch geholfen, um auch gegen einen Colossi-Tech noch weiterhin diese Technik durchführen zu können. Das Wichtige ist halt einfach, die Expansion zu unterbinden, damit sie keine Reinforcements mehr haben. Ansonsten weiterhin schön Cannons hier adden. Solltet ihr wünschen, dass ich dieses Replay jetzt nochmal langsamer abspielen lasse, falls ihr ein bisschen genauer auf das Zeug eingehen möchtet, kann ich dies auch nochmal tun. An sich ist das halt nur ein Update, um nochmal schnell zu zeigen, wie man es verbessern kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag, hoffe, das hat euch geholfen und ihr kriegt es nun hin, den Erfolg zu schaffen. Dann, bye bye!